Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge und auch sehr geheimnisvoll von Surviving the Aftermath, weil eine Gruppe von Banditen sich nämlich an die Kolonie heranschleicht. Und das verheißt nichts Gutes. So sagt man. Keine Ahnung, aber müssen wir mal gucken. Und vor allem auch von wo die kommen. Also kommen die jetzt dann doch nicht vom Tor her? Oder doch? Ja, kommen wir doch vom Tor her. Also das ist jetzt mit so einem riesen Auto. Mit übelstem Aufbau. Und hier Lufthutze, die dann nochmal richtig schön blubbert und brabbelt. Und dann hier so angeheizt kommen, ist jetzt nicht so direkt anschleichen. Just saying. So. Aber ja, macht mal euer Ding. Ich kümmere mich gleich um euch, ja? Ja, ihr müsst mal noch ein bisschen warten, ne? Ningelt mal nicht so rum. Ich muss mich erstmal hier um die wichtigen Dinge kümmern, okay? Ah gut, jetzt kann ich mich dann so langsam um euch kümmern. Ich sag so langsam. Jetzt muss ich mich erstmal hier um die Spezialisten kümmern. Weißt du, da sind Leute dabei, die sind echt verletzt. So. Bitte. Ah, hin. Danke. All cleaned up. Sehr schön. Und dann müsst ihr halt mal kurz warten. Das macht ja aber nichts. Ja, okay. So, jetzt kann ich mich mal um euch kümmern. Ja, ja. Klingelt mal nicht so rum. A group of bandits have appeared at the gate, seemingly out of thin air. Bezwinger des Ödlands. Oh, okay, ja, doch. Sieht aus wie ehemalige Militärs, oder zumindest tun sie so. Eine Gruppe von Banditen taucht wie aus dem Nichts vor dem Tor auf. Mehrere geschickt getarnte und gut bewaffnete Individuen sind bereit, die Kolonie anzugreifen und zu verwüsten. Sie zu besiegen. Nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Einer von ihnen schreitet auf das Tor zu. Das ist eure erste und letzte Chance. Gebt eure Sachen her, oder wir werden angreifen. Oh ja, ne? Alright. So, jetzt müssen wir da erstmal ein bisschen gucken. Ich glaube, die Schule wäre wirklich nicht schlecht, als nächstes zu bauen. Jetzt haben wir hier wieder Haushaltsprobleme. Also, Hausmarktprobleme. Aber das macht nichts. Wir haben genügend Materialien, das passt. Oh nein, der Himmel stürzt ein! Ah, ihr wurdet getroffen, okay, aber ihr werdet ja auch gleich ordentlich repariert und ihr wurdet auch getroffen und ihr werdet nicht repariert, also nicht automatisiert. So. So, wir haben
ein paar Obdachlose dabei. Gut. Haben wir eventuell welche da, die zu uns zurückkommen in nächster Zeit? Ja, nicht schnell genug. Okay, hätte ja sein können. Na gut. Also müssen wir uns denen irgendwann stellen, ne? A group of bandits have appeared at the gate, seemingly out of thin air. Ehrlich gesagt, will ich die... Oh, Entschuldigung, hab ich ganz vergessen wieder. Ehrlich gesagt, will ich die aber auch nicht bestechen, ne? Ja, dann lass sie kommen. Okay, die sind alle da, die sind auch alle in der Nähe, so wie es aussieht. Ja, komm. Lass sie kommen. Die Anführerin grinst bedrohlich, angespornt durch die trotzige Haltung der Kolonie. Sie hebt ihre Waffe und die Banditen eröffnen gemeinsam das Feuer auf das Tor und seine Verteidiger. Ja, das haben wir uns schon gedacht. Ja. Was war das denn? Okay, ja, es war dreifach beschleunigt. Ja, ja. Aber... Oh, wir sind böse, wir sind übel, wir sind... Und dann haben sie gerade mal geschafft, das Tor auf 81% runterzubatteln. Richtig mies und langweilig. Scheiße. Oh, weia. Ah, schön. Ja, ja. Puh, hab ich Angst. Ach so, die greifen erst richtig an, wenn man ihre Köpfe abgeschlagen hat. Ah, das gehört zur Taktik. Okay. Ja gut, dann müssen wir noch warten, ne? Dann hab ich mich jetzt natürlich zu früh gefreut auch. Dann warten wir jetzt einfach mal noch ein, zwei Jahre und dann gucken wir mal. So. Ach, guck an, die Kräutermedizin kann dann auch wohl verwendet werden, einfach so. Und das Kraut wohl auch. Oder zumindest die Kräutermedizin wird hier dazu gezählt. Bei den 152 hier oben. Hm. Na gut. So, jetzt gehen wir kurz hier runter. Zone verlegen. Und, ich basically so. So, okay. Ihr könnt hier einziehen. Ihr seid drin. Sehr gut. So, die Schule wird gebaut. Sehr schön. Wie viele Kinder haben wir? 40. Können wir noch... Drüben passt nicht noch eine Schule hin. Ja, dann muss halt hier ein bisschen Wald dran glauben. Ist das halt so. So. Passt schon. Feinde besiegt. Ah, sehr schön. Sehr cool. Das sieht doch schon mal angenehm aus. Yes? So, auf dann
geh du mal bitte hier erkunden. Hand ist doch eigentlich hier. So, warte mal, du kannst auch plündern, ne? Genau. Ja, komm. Ja, komm jetzt. Sounds good. Dahin? How may I help? Du bist dahin. So, dann kann sie erstmal hier erkunden. Und wenn sie fertig ist, kann sie noch hier erkunden. Dann müssten die beiden hier unten fertig sein. Und dann können wir einmal zurück zum Auto. Da haben wir noch einiges drin, was wir dann brauchen. Dann geht's ab nach Hause und dann ist gut. Dann Auto aufbauen und nächsten Einsatz fahren. Ein bisschen was haben wir noch zu tun hier oben. Moment. Gut, jetzt sind alle drin. Jetzt könnten wir eigentlich... Ja, das sieht gut aus. Ja, der schafft das. Alles klar, dann ab nach Hause. Gut. Oh, wir brauchen die Schulen, das bringt halt alles nichts. Ne? Selbst wenn wir jetzt die Schule hier noch haben, sind wir trotzdem noch zu wichtig. Vielleicht war eigentlich noch eine. We've made a new discovery. So, schön, die Forschung geht jetzt fixer. Die Produktion geht jetzt fixer für die... für die Medikamente. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich glaube, wir sollten jetzt tatsächlich mal hier weitermachen. Ja, lass uns mal hier unten weitergehen. Oder hier oben? Moderne Wasserpumpe an der Küste. Muss an Ufer gebaut werden, nicht verwendbar bei radioaktivem Niederschlag. Das ist schon echt mies. Und muss bei Winterstürmen beheizt werden. Boah, das hat halt so echt viele Nachteile. Ich meine, ja, okay, 40 Wasser und hier oben können wir das noch runterbringen auf 7 Stromeinheiten Verbrauch. Wenn das schon wieder bei radioaktivem Niederschlag nicht verwendet werden kann. Ich weiß auch nicht. Also, was haben wir hier? Bohrbrunnen, ne? Werden tief in die Erde gebohrt, bieten somit eine verlässliche Quelle für Wasser. Jede Bodenart platziert werden und wir können hier das noch reduzieren. Ich glaube, dann ist das eher das, was wir als nächstes machen sollten. Obwohl, das bringt... Ist das auch wieder so, dass wir die nicht überall hinsetzen können? Nee, okay. Das heißt, hier könnten wir eventuell... Das heißt, hier könnten wir die eventuell einfach nebeneinander stellen, ganz viele. Was wir ja bei den anderen Brunnen, diesen ganz einfachen Geburtenbrunnen hier nicht können. Wenn wir das bei denen tatsächlich könnten, dass sie ziemlich nah beieinander oder wirklich direkt nebeneinander machen, dann finde ich es okay. Kostet zwar immer noch massig Strom, aber dann finde ich es wirklich okay. Lasst uns das mal ausprobieren, weil Wasser ist gerade so ein Ding, das wird langsam zum Problem, wo wir langsam was machen müssten. Und wenn wir da jetzt eine Möglichkeit finden, da recht gut voranzugehen, würde ich mich eher dafür entscheiden wollen. Und daher gucken wir da einfach mal.
So. So, dann bringen wir mal zwei Kühe hier rüber. Guck, da gehen sie. Stolz darauf, diesen Ort mein Zuhause zu nennen. Ja, sehr schön. Freue ich mich wirklich. So. Fasern haben wir wieder keine mehr, ne? Genau. Dann können wir hier drüben welche schnell ernten lassen. Nicht wirklich viele. Ja, Mist, geht halt gerade nicht. Na gut. Genügend Elektronik. Das heißt, das Labor können wir immer noch nicht bauen. Dann sollten wir eventuell das Haus als nächstes bauen. Und dann holen wir uns mal hier wieder die Leute aus dem Außenposten. So, die anderen sind noch unterwegs. Alles klar. Puh. Gerade hier unten furchtbar aus, aber das ist eigentlich bloß irgendwelches verdorrtes Gras. Gut. Na, dann ist ja okay. Ach, cool. Warte mal. Was ist denn das hier? Ach, hör doch auf. Wie cool. Hast du hier die Bibliothek? Und die haben sie extra hier nochmal eine Lampe angebracht, dass du hier nochmal einen richtig schönen außenliegenden Leseplatz hast. Ich meine, er ist mitten im Industriegebiet und neben Toiletten und das riecht bestimmt total angenehm dort, aber die Idee ist schön. wäre jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsplatz, aber manchen gefällt es vielleicht. So, why not, ne? Wir haben kein Holz mehr. Alles klar, warum haben wir kein Holz mehr? Yay, und noch eine Schule. Sehr gut. Oh, wir haben mal hier drüben fast nichts mehr an Punkten stehen. Das ist super. Diese Gerätschaften hier sind zum Glück flüsterleise. Schön. 33 von 93. Nur noch. Mhm. Sehr schön.
Strom geht, hätte ich gerne ein bisschen anders, ein bisschen mehr, aber eventuell müssten wir dann wirklich nochmal hier die Radiatoren, die großen Windturbinen, ja, plus 30, ne? Die müssen immerhin nicht mehr, die müssen immerhin nicht mehr beheizt werden, die großen Windturbinen. Ist auch ein Vorteil. Ich glaube, über kurz oder lang sollten wir vielleicht wirklich da dann hin manövrieren. Den Akkupacks machen wir gerade gar nichts so wirklich, ne? Die großen Solarmodule bringen mir auch eigentlich gar nichts. Naja, wir gehen, ich glaube, den unteren Weg hier einfach, um diese Heizgeräte zu kriegen, weil ich glaube, die Heizgeräte sind das, was eventuell in Zukunft gerade die verbesserten, ne? Bisschen was machen. Matthias, auf was ist dein entsetztes Was denn gemeint? Ich würde noch mal gucken wegen Handel, ne? Wir müssten ja jetzt eigentlich wieder ganz gut handeln können. Das sieht doch sehr gut aus. Hier, Unterhaltung, zack, Rinder. Antibiotika. Ich weiß gerade nicht. Warte mal. Ich komme nochmal kurz raus. Ja, Antibiotika. So, da. Oh, wir haben Öl. Sehr gut. Können wir dann auch da weitermachen? Sehr schön. Bisschen Feuerholz weg. Wir müssen jetzt ein paar Sachen verkaufen. Das nützt einfach nichts. Weil, wir brauchen den anderen Spaß. Boah, Mehl. So viel. Hau mal einfach mal raus, ein bisschen was. Ist doch egal. Wir haben mehr als genug Mehl. So, sehr gut. Komponenten, kommt her. Bisschen Plastik. Passt schon. Gut, alles klar. Du. Obwohl, ja doch, passt. Quatsch. Obwohl, Jodtabletten, ich glaube, die brauchen wir nicht. Aber dann haben wir es ja auch schon wieder gleich geschafft, diese Folge. Oha, wir haben echt nur noch 9 Träger, ne? Ach ja. Naja gut, wir haben jetzt nochmal relativ viele Sachen
aufgebaut, reingeholt. Okay, sehr schön. Deswegen die 6 Leute uns mal reingeholt von außen. Wir haben schon viel gebaut in letzter Zeit, auch was Personalintensives ist, von daher. Ja, aber nützt nichts. Muss gemacht werden. Brauchen wir. Daher. So, ich würde mal jetzt auf Antibiotika tatsächlich umschwenken. Können Sie mal das bitte machen? Obwohl, wir haben jetzt ein paar Antibiotika bekommen, aber ist egal. Bitte trotzdem mal welches machen. Ich hätte natürlich auch gern dieses andere medizinische Labor noch. Oh! Ah, 45. Ah, scheiße. Ich meine, doof. Also ich brauche ja noch 7 Elektronik, um auf die 45 zu kommen. Das heißt, ich brauche aber auch 105 seltene Metalle und das habe ich nicht. Ja, jetzt fehlt es uns wieder. Ich hätte es doch vorhin kaufen sollen. Da hatte ich nicht vorhin welche gekauft. Nee, hier nicht. Ah, da kommen welche. Also irgendwann kommen da mal welche. Das finde ich gut. Ah ja. Gut. Müssen wir jetzt damit leben, ne? Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir so langsam die Folge. Ich warte jetzt extra mal noch, bis die... Das einmal wieder rum ist der Tag. Thematik mit den Specialists. Job done. Job done. Okay. Bist du auch fertig? Huh? Na, okay. Gut, und du? Ja, ist auch noch nicht fertig. Check. Dann geh einfach mal da hoch. Runtergehen kannst du immer noch. Ich habe gerade überlegt, ob wir die hier oben lassen oder sowas. Erstmal aber nicht. Gehen jetzt hierher, erkunden das als nächstes dann wahrscheinlich die beiden hier. Ich denke, dass das noch ein Gebiet ist, ein kleines. Na, ja, das hier nicht. Außer das dehnt sich hier so aus. Müsste man mal sehen, keine Ahnung. Aber das hier auf jeden Fall, ich denke, hier ist noch eins. Und hier... Nee, das wird einfach bloß Berge sein, wie hier oben. Ja, gut. Ich denke, unsere Kornkammer hat erstmal mehr als gut funktioniert. Also wahrscheinlich bräuchten wir sogar eher noch mehr Bäckerei. Ja, glaube ja. Oder aber wir sagen wirklich, okay, wir verkaufen das Mehl einfach. Weil wenn wir jetzt noch mal kurz gucken, auch noch mal kurz hier rein in den Handel. Das Mehl zu verkaufen kostet oder bringt 5. Zimtwecke zu verkaufen bringt 3. Das heißt, es bringt deutlich mehr, das Mehl jetzt einfach zu verkaufen. Vor allem, weil wir ja 4 Mehl für
Warte mal, 4 Mehl für 15 Zimt wecken. Das sind trotzdem 60 Silberlinge für Mehl, die wir da drauf. Nee. Nee, stimmt. 4, nicht 5. 10. Das sind 20 Silber für die Zimtwecken. Für das Mehl für die Zimtwecken. Und 45 kommen raus. Ja, puh. Ich sag mal, mit allem drum und dran, so die Eier noch 2, da sind wir bei 4 nochmal. Und die Milch auch nochmal, da sind wir auch nochmal bei 4. Da sind wir bei 28, die reingehen, wenn wir die Rohsachen verkaufen. Und 45, die wir rausbekommen. Allerdings müssen wir uns dann wirklich auch das Wasser, den Strom, den Bau und den Betrieb mit den Leuten leisten können. Von daher ist es, glaube ich, keine allzu schlechte Alternative, einfach das zu viel vorhandene Mehl einfach mal rauszuballern und damit erstmal ein bisschen Kohle zu machen. Oh, gucke an, die Leute sind da. Also zumindest ein paar von den Leuten sind wieder da. Sehr schön. So, haben die hier noch was rumliegen? Antibiotika und Komponenten. Und Medikamente. Hatte ich nicht gerade noch Antibiotika gesehen? Oder habe ich mich vertan? Okay, dann sind es Medikamente. Das ist auch gut. Okay. Doch, hier siehst du, Antibiotika. Hä? Teile auch noch. Antibiotika. Die Neune. Es wird halt einfach nicht mehr richtig angezeigt hier. Ach. Da kommen, weiß ich nicht, Teile? Irgendwas wird sie dabei haben. Wird schon passen. Gut, auf jeden Fall können wir damit ein bisschen was anfangen. Wir haben immer noch keine Fasern mehr, ne? Ich guck mal ganz kurz, wie weit wir hier unten sind. Die soll das hier drüben jetzt erstmal ernten. Alles, was hier so flachsmäßig ist. Dass wir erstmal wieder was machen können, dass sie erstmal wieder ein bisschen Klamotten herstellen können. Und ich denke, wenn das dann halbwegs vorbei ist, im Sinne von aufgebraucht ist, dass dann eventuell hier hinten so der Großteil recht stark angewachsen ist. Und wir das dann hier einfach schon mal abbauen können, schon mal vorher, also Frühernte machen und vielleicht passt das ja ganz gut. Da müssen wir mal gucken. Oh, Kapazität 97% voll. Gut, schade. Ihr macht Antibiotika, da haben wir jetzt aber eigentlich dann auch wieder einige davon. Vielleicht sollten wir dann doch umschwenken wieder auf Medikamente. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir da erstmal wieder den großen Batzen durch. Vielleicht können wir jetzt mit den ganzen Komponenten, die wir jetzt eingesammelt haben und gelootet haben, doch noch... komm, ich ändere das hier mal noch um. Dass wir dann wirklich hergehen können und die Sache hier, zack, ich mache mal 45, dass wir nicht zu viel erstmal jetzt basteln, sondern einfach genügend, damit wir hier das medizinische Labor noch basteln können.
Und dann schauen wir weiter. Das sollte hoffentlich ein bisschen was bringen. Ist alles wieder knapp ab und schnapp ab. Ja. Aber okay, ich habe jetzt verstanden, wir müssen entweder wirklich durch das hier so viel Flachs aufbauen, dass es einfach gar nicht mehr besser geht. Und wir dann auch den Winter ganz locker überstehen. Oder wir müssen vielleicht ein, zwei von den normalen Feldern noch als Gewächshäuser machen und die für Flachs machen, damit wir auch immer bei den wichtigen Wetterlagen oder bei den schlimmen Wetterlagen immer noch Klamotten A herstellen können und B dann auch haben, damit die sich einfach dann bei diesen extremen Wetterlagen nicht noch zusätzlich erkälten, krank werden, sterben. Nur deswegen. Das wäre schlecht. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio.